Herzlich willkommen bei StudyUp TV. Weiter geht unsere wunderbare Reise durch die Welt der Katalogfunktionen. Jetzt das Thema Potenzfunktionen. Ganz allgemein haben wir eine Funktion mit x hoch p. Das bezeichnet man als Potenzfunktion, wobei p hier der Potenzexponent ist. Potenzexponent. P kann sowohl eine ganzzahlige Zahl sein, als auch negativ, als auch ein Bruch, also eine rationale Zahl. Ich habe jetzt hier schon mal nur den ökonomisch sinnvollen Definitionsbereich aufgetragen, also für x größer gleich 0. Das ist, bezeichnet man als ersten Quadranten. Ne, nochmal hier, Koordinatensystem, das ist Quadrant Nummer römisch 1, erste Quadrant. Dann ist das hier 2, 3, 4. Wie gesagt, der erste Quadrant ist eigentlich nur relevant für uns Ökonomen. Wir wissen jetzt quasi, wie eine Funktion aussieht. Und jetzt habe ich hier eine wunderbare, wir nennen es mal, Potenzzwiebel gezeichnet. Ja, das sieht aus wie eine Zwiebel. Ich finde, das sollte jeder zeichnen können, weil man daraus dann sehr viele Eigenschaften der jeweiligen Funktion ablesen kann. Zum Beispiel diese rote hier. Wie lautet der Exponent? Das kann man jetzt eindeutig sagen. Hier ist p gleich 1. Dann habe ich jetzt wieder eine lineare Funktion. In dem Fall sogar eine affine Funktion, weil der y-Achsenabschnitt 0 ist. So, was kann ich über meine Steigung sagen? Es ist eine streng steigende Funktion. Krümmungsverhalten, konvex, konkav. Okay. Was machen wir als nächstes? Gucken wir uns mal diese blaue hier an. Diese hier. Das ist typisch, wenn mein Potenzexponent zwischen 0 und 1 ist. Zum Beispiel die Wurzel. Ja, das könnte eine typische Wurzelfunktion sein. Die sehen alle so aus. Ja, ob es jetzt hoch ein Halb ist, hoch ein Drittel, hoch ein Fünftel, alle haben ungefähr denselben Verlauf. Was kann ich jetzt über mein Monotonieverhalten sagen, über mein Steigungsverhalten? Ja, es ist immer streng steigend. Ne? Ich gucke ja von links nach rechts. Also wenn ich einen nach rechts gehe, steigt die Funktion. Also streng monoton steigend an jeder Stelle. Und sie ist streng konkav. Einfach nur Auge, ja, per Auge. Was haben wir hier noch? Hier oben dieses Grüne. Das ist ein typischer Verlauf, wenn mein Exponent größer ist als 1. Zum Beispiel x², x hoch 3, x hoch 4. Ja, dann sieht das in der Regel im Erstquadranten sieht das immer so aus. Was kann ich jetzt über meine Steigung sagen? Das ist streng steigend und das ist ein konvexer Verlauf. Kurz nochmal, wie kann ich überhaupt Konvexität zeigen? Ganz einfach, nehmt einfach zwei Punkte auf eurer Funktion, zieht eine Verbindungslinie, das sollte gerade sein. Wenn die Funktion jetzt durchhängt, ist es konvex. Wenn die Funktion drüber ist, ist es konkav. Dann nochmal bei der Wurzel, Punkt, Punkt, zack, Funktion ist drüber, also konkav. Kann man ganz schnell einfach sehen. Was haben wir hier? Diese lilane. Hier ist mein p gleich 0. Ja, wir erinnern uns, hier ist der Wert 1. X hoch 0, jede beliebige Zahl hoch 0 ist 1. Ja, was habe ich hier? Ich habe, ja, steigen, fallen, das macht ja nichts und auch konvex, konkav. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Habe ich. Was ist mit diesen dreien hier? Die kommen quasi oben aus dem Endlichen, bei 0 kommen sie entlang und schmiegen sich so an die x-Achse an. Das ist ein typischer Verlauf, wenn mein Potenzexponent kleiner ist als 0, also jeder negative Exponent. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel x hoch minus 1 habe, kann ich immer sagen, dass das im ersten Quadranten eine streng fallende Funktion ist und eine strikt konvexe. Ne? Wieder zwei Punkte nehmen, Verbindungslinie hängt durch, also konvex. Das ist so das Grundlegende, was man zu den Potenzfunktionen wissen sollte. Ja, malt euch immer eine olle Potenzzwiebel auf. Ja, wenn es um den ersten Quadranten geht, das ist meistens bei ökonomischen Funktionen, dann könnt ihr quasi jede Eigenschaft ablesen. Wirklich echt ziemlich hilfreich. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann bei der nächsten Katalogfunktion.